Heute in der Sendung Frauen in Führungspositionen sichtbar machen. Verleihung des Stadt Hannover Preises 2022. Außerdem finnische und japanische Klänge im Kulturzentrum Pavillon. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Auch Frauen tragen in verantwortlichen Positionen zum wirtschaftlichen Erfolg in Hannover bei, bekommen dafür jedoch meistens weniger Geld und weniger Anerkennung. Um die Sichtbarkeit erfolgreicher Unternehmerinnen zu erhöhen, gibt es den Stadt-Hannover-Preis. Bereits zum 21. Mal wurde er in diesem Jahr verliehen. Leonie Evers berichtet. Der Stadt-Hannover-Preis wird seit 21 Jahren an erfolgreiche Unternehmerinnen in Hannover verliehen. Denn nach wie vor sind Frauen auf Führungsebenen von Unternehmen unterrepräsentiert und machen gerade mal 28% der Führungskräfte aus. Für die gleiche Arbeit erhalten Frauen im Schnitt 18% weniger Gehalt. Ein großes Problem, wie auch Anja Ritschel, die Dezernentin für Wirtschaft und Umwelt, findet. Wir glauben, dass es sehr großartige Frauen in unseren Unternehmen in der hannoverschen Wirtschaft gibt. Aber Hannover ist keine Insel. Es ist bei uns genauso wie in der großen, weiten Welt. Die Frauen sind noch nicht so im Fokus und noch nicht da angekommen, wo sie eigentlich hingehören, nämlich gleichberechtigt auf dieselbe Ebene wie die Männer in der Wirtschaft. Die diesjährige Preisträgerin heißt Annalina Bartel. Sie ist die Geschäftsführerin von Mulembe Café, einem Fairhandelsunternehmen. Durch den Direktimport von Kaffee aus Uganda unterstützt das Unternehmen Kaffeeproduzierende vor Ort. Ausgeschenkt und auch verkauft wird der Kaffee in einem Ladencafé in Linden-Limmer. Im Rahmen ihrer Masterarbeit und der Forschung für ihre Doktorarbeit befasste sie sich mit der Lebenssituation von Kaffeeproduzierenden. Annalina Bartel erklärt, was für die Gründung von Mulembe Café ausschlaggebend war. Zum einen habe ich gedacht, was schlecht funktioniert, muss auch gut funktionieren. Das war das eine. Das andere ist die Leidenschaft für das Produkt. Und ich würde mich freuen, wenn wir auch in Zukunft guten Kaffee genießen könnten. Und zum anderen natürlich die Lebensumstände, die ich vor Ort auf den Feldern sehen musste, als ich die Forschung angefangen habe. Weil ich denke, dass diejenigen, die den Großteil der Arbeit in der Wertschöpfungskette haben, nicht in Lehmhütten ohne fließend Wasser und Strom leben sollten, sondern vernünftig bezahlt werden und unter vernünftigen Lebensbedingungen. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Geld, das im Sinne der Unternehmensziele eingesetzt werden soll. Zurzeit beschäftigt Annalina Bartel 8 Mitarbeitende, davon 3 in Uganda. Bei dem Stadt-Hannover-Preis steht das Preisgeld jedoch nicht im Vordergrund. Vielmehr soll mit der Verleihung auf unterschiedlichen Ebenen ein Zeichen gesetzt werden. So die Gleichstellungsbeauftragte Friederike Kämpfe. Er strahlt einerseits auf die Preisträgerin, die dadurch natürlich sichtbar werden, eine Anerkennung erfahren für ihre geleistete Arbeit und, glaube ich, mit breiteren Schultern mit diesem Preis dann herausgehen. Er hat eine Strahlkraft in die Wirtschaft hinein, dass irgendwie klar wird, okay, wir haben hier Frauen, die was leisten, die einen Beitrag bringen zum Image, zum Thema Nachhaltigkeit und ja dann als Geschäftspartnerin vielleicht auch nochmal anders betrachtet werden. Und das strahlt dann eben über die Preisträgerin hinaus auf andere Frauen, die in dem Raum unterwegs sind. Und so wie es Frau Bartel beschrieben hat, strahlt es natürlich auch nochmal aus in andere Kontexte, in denen die Unternehmerinnen tätig sind. Und so können sie eben Vorbilder sein und andere Diskurse auch anstoßen. Offiziell verliehen wird der Preis auf dem Wirtschaftsempfang der Landeshauptstadt. Vielleicht kann die neue Stadt-Hannover-Preisträgerin auch hier neue Impulse setzen. Und nun zu den Meldungen des Tages aus Hannover und der Region für Sie, kurz und kompakt zusammengefasst. Ein Richtkranz für das neue Verwaltungsgebäude. Am Dienstag haben Regionspräsident Steffen Krach und die Gebäude- und Finanzdezernentin Cordula Drautz am Rohbau des Verwaltungsgebäudes in der Akazienstraße Richtfest gefeiert. In dem Neubau mit einer Bruttogeschossfläche von 700 Quadratmetern sollen auf 4 Etagen Büros und Kundenzonen vor allem für MitarbeiterInnen und KundInnen der Zuwanderungsbehörde entstehen. Man wolle baulich mit der Zeit gehen und vor Ort einen kundenfreundlichen, dienstleistungsorientierten und barrierefreien Zugang ermöglichen. So Regionspräsident Krach. Die Kosten für den Neubau liegen bei 23 Millionen Euro.
Bis 2024 sollen die Baumaßnahmen abgeschlossen sein. Die Sir Green Stiftung hat am Dienstag die GewinnerInnen des Internationalen Medienstipendiums, des Leibniz-Stipendiums sowie des Sonderpreises für 2022 bei einer Festveranstaltung geehrt. Mit dem Sonderpreis wurde in diesem Jahr Maria Klenner für ihr Fotoprojekt Die Kinder von Bergen-Belsen ausgezeichnet. Neben der Preisverleihung wurde an dem Abend auch mit prominenten Gästen über die Zukunft des Journalismus diskutiert. Dabei waren unter anderem der ehemalige ARD-Vorsitzende Lutz Marmor und Hatz-Chefredakteurin Dani Schrader. Bereits seit 20 Jahren hatte sich die Sir Green Stiftung zur Aufgabe gemacht, NachwuchsjournalistInnen mit Preisen und Stipendien zu fördern. Streik in Hannover. Am Mittwoch haben etwa 5000 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie an einem Warnstreik der IG Metall vor der Oper teilgenommen. Der Grund? Angesichts steigender Preise und Inflation fordern die Beschäftigten von der Arbeitgeberseite 8% mehr Entgelt für 12 Monate. Seit Ende Oktober kommt es in der Branche bundesweit immer wieder zu Warnstreiks. Nach Angaben der Gewerkschaft haben sich dabei bislang bereits 650.000 Beschäftigte beteiligt. Bei der diesjährigen Landtagswahl vor 4 Wochen verpassten die Linken mit 2,7% wieder einmal deutlich den Einzug in den Niedersächsischen Landtag. Am vergangenen Wochenende traf sich die Partei in Oldenburg zu einem eintägigen Landesparteitag, um das Ergebnis der Wahl zu diskutieren und die Weichen für die Zukunft zu stellen. Wie die Partei das Wahlergebnis nun deutet und wie es für die Linkspartei in Niedersachsen weitergeht, das frage ich jetzt Jessica Kausen, die Fraktionsvorsitzende der Linken in der Regionsversammlung. Guten Tag, Frau Kausen. Hallo. Ja, bei der letzten Landtagswahl haben Sie ja nur ein Ergebnis von 2,7% erreicht. Im Vergleich zur letzten Landtagswahl 2017 sind das fast 2% weniger. Jetzt frage ich Sie, hat denn die Linkspartei in Niedersachsen überhaupt eine Zukunft? Ja, also ganz klar, die Linkspartei in Niedersachsen hat eine Zukunft und man muss ja auch schauen, von wo wir gestartet sind. Also die letzten 3 Landtagswahlen vor uns waren leider schon mit keinem so schönen Ergebnis behaftet. Die Bundestagswahl war, wenn man mal ehrlich ist, eine Katastrophe. Hätten wir keine 3 Direktmandate gehabt, wären wir nicht mehr im Bundestag. Und natürlich sind wir da nicht von der Zahl gestartet, die Sie eben angesprochen haben von der letzten Landtagswahl. Wir haben natürlich, muss man fairerweise sagen, deutlich drunter gestartet und haben doch geschafft, noch ein Stück weit was aufzubauen. Aber wir haben es nicht geschafft, diesen Wandel einzuleiten in Niedersachsen leider. Also 2,7% ist eine Katastrophe und das kann man auch nicht schönreden. Und das ist auch nicht der Ansatz der Linken, dass wir jetzt sagen, Mensch, ne, wir rechtfertigen da irgendetwas oder reden es schön, wir müssen da aufarbeiten. Genau, jetzt muss man sich ja schon fragen, woran das lag, denn Sie hatten hier große Themen wie Inflation, Energiekrise oder auch die großen Ängste, Armutsängste, die in der Bevölkerung sind. Das sind ja große Themen, die Sie auch gerade ja vertreten und auch ansprechen. Warum hat das bei den Wählern nicht so gefruchtet? Also ich glaube, die Themen waren gut. Ich finde, die Themen sind genau die richtigen gewesen. Wir haben die Themen angesprochen, die die Menschen bewegen. Das sind zum Teil wirklich Existenzängste, die hier herrschen. Das muss man ernst nehmen. Nicht wie andere Parteien irgendwelche tollen Spartipps geben, wo man selber als Minister 20.000 und mehr verdient. Das ist schon echt ein Hohn den Menschen gegenüber. Wir müssen die Menschen und die Ängste ernst nehmen. Die Themen waren korrekt gesetzt, aber wir haben sie nicht vermitteln können. Und da müssen wir natürlich ansetzen, warum haben wir es nicht geschafft, unsere Inhalte an die Menschen zu bringen. Denn ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass die Inhalte und auch die Linkspartei ganz, ganz dringend nötig ist, auch hier in Niedersachsen. Jetzt gibt es ja auch Politiker in Ihrer Partei, wie zum Beispiel Dieter Dehm, die ja ein bisschen, ja, sage ich mal, mit der Kritik an Russland ein bisschen sparen. Kann es auch daran liegen, dass manche wieder vielleicht auch gedacht haben, die Kritik fehlt mir ein bisschen, da setze ich doch nicht mein Kreuz? Also ich glaube, da gibt es ja verschiedene Ansätze bei uns in der Partei zu und es gibt ja auch immer Konflikte, die dann nach außen schön getragen werden, auch beispielsweise in der Bundestagsfraktion, darauf wird das ja ein Stück weit anspielen. Darauf hat mich kein Mensch bisher am Infostand, obwohl ich Spitzenkandidatin zur Landtagswahl war, hier in Niedersachsen angesprochen. Die Leute wollen wissen, wie kann ich meine Miete bezahlen? Wie kann ich Strom, Gas, Wasser bezahlen? Wie finanziere ich die Schulbücher meiner Kinder? Das sind Sachen, wo die Leute nicht mehr wissen, wie sie weiter wissen. Jetzt haben wir ja eine neue Landesregierung, eine Rot-Grüne. Und Sie kritisieren, ich zitiere, den Koalitionsvertrag als einen Wünsch-dir-was-Katalog. Was meinen Sie damit konkret? Was kritisieren Sie genau? Doch, wie der Name schon sagt, da kommt alles rein, was man sich wünscht. Die Frage ist ja aber, was setzt man davon um? Und es gibt einfach Punkte, wo beispielsweise die SPD über Jahre, über Jahrzehnte versagt hat. Und klar, im Landtagswahlkampf oder überhaupt in Wahlkämpfen plakatieren dann natürlich alle schöne Forderungen. Die Frage ist, was wird von den Forderungen umgesetzt? Und Rot-Grün ist jetzt in der Position, dass sie gestalten könnten, dass sie machen könnten. Ich bezweifle aber, dass sie es tun. Nicht, weil sie es nicht könnten, sondern weil sie es einfach nicht wollen.
Und das heißt, für uns ist als Linke die Aufgabe mit dem verpassten Einzug in den Landtag noch lange nicht vorbei, sondern beginnt jetzt erst, um zu sagen, wir sind als Linke außerparlamentarische Opposition und wir versuchen, diese Parteien mal daran zu messen. Was haben sie versprochen und was setzen sie letztendlich um? Wenn Sie jetzt in der Regierung wären, was hätten Sie denn anders gemacht? Viele Punkte. Wir bräuchten auf jeden Fall einen Härtefonds und zwar sofort. Also ich fand es schon sehr, sehr fragwürdig, dass Ministerpräsident Weil angekündigt hat, vor der Landtagswahl, wenn ihr uns wählt, machen wir nach der Landtagswahl einen Härtefonds. Die Leute fühlen sich als Schachfiguren, die hin und her geschoben werden und einfach nur das vermeintlich richtige Wahlergebnis aussprechen sollen. Die Leute haben Ängste und die werden nicht ernst genommen. Und das ist ganz, ganz schwierig, wenn man so als Regierungspartei oder als Regierungskoalition arbeitet. Wohnungsbau haben wir seit 10 Jahren verschleppt, beispielsweise durch die Nichtgründung einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft, weil sich Weil immer dagegen gewehrt hat. Und jetzt versprechen wir es wieder im Landtagswahlkampf. Da sind wir natürlich ein bisschen kritisch und sagen, was wird davon umgesetzt. Wünschenswert wäre es, aber zwischen ich habe vor und ich setze um, liegen manchmal doch viele, viele, viele Weiten. Jetzt wollen wir einmal kurz in die Zukunft schauen. Und zwar bezeichnen Sie sich ja, oder die Partei sich selbst jetzt als die soziale Opposition, obwohl Sie ja jetzt nicht im Landtag vertreten sind. Jetzt frage ich Sie, wie möchte Sie die zukünftige außerparlamentarische Oppositionsarbeit machen? Was also haben ganz Sie davor? Klar sind wir die soziale Opposition, denn CDU und AfD können wir beim besten Willen nicht als solche bezeichnen. Wir wollen für die Menschen kämpfen und das tun wir jetzt leider nicht im Landtag, sondern außerparlamentarisch. Wir haben viele starke kommunale Fraktionen. Die sind natürlich jetzt unser erster Schlüsselpunkt. Die sind wunderbar vernetzt. Wir müssen diese Vernetzung ausbreiten, um auch mit Gewerkschaften, Vereinen, Verbänden diesen Koalitionsvertrag ein Stück weit bewerten zu können und zu sagen, Mensch, was wurde versprochen, was wurde umgesetzt? Jeder hat andere Expertisen und die wollen wir jetzt in der Zivilgesellschaft heraus nutzen und gemeinsam ein Stück weit die Kontrolle auch ausüben. Was wird versprochen, was wird umgesetzt? Ich bezweifle, dass der Vertrag, so wie er jetzt vorliegt, umgesetzt werden wird. Frau Kausen von der Linken, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Internationale Klänge im Pavillon in Hannover. Zu einem Konzert hatte die deutsch-finnische und die deutsch-japanische Gesellschaft gestern Abend geladen. Zu sehen und zu hören zwei traditionelle Saiteninstrumente, eine Kantele aus Finnland und eine Koto aus Japan. Meine Kollegin Leonie Evers hat sich das mal angehört. Gut gefüllt ist der kleine Saal im Kulturzentrum Pavillon. Eva Alkula aus Finnland und Tomoya Nakai aus Japan spielen auf traditionellen Saiteninstrumenten aus ihren Ländern. Kantele von Finnland trifft Koto von Japan. So heißt die Veranstaltung, die von der deutsch-finnischen und der deutsch-japanischen Gesellschaft zusammen organisiert wurde. Seit 2006 treten die beiden InstrumentalistInnen gemeinsam auf. Aufgrund der Corona-Pandemie hatten sie sich jetzt aber 3 Jahre nicht gesehen. Das Repertoire an diesem Abend: Wiegenlieder aus Finnland und Japan, Werke japanischer und finnischer KomponistInnen und Eigenkompositionen. Dass Musik eigens für Koto und Kantele komponiert wird, ist recht neu, wie Eva Alkula erklärt. Ich würde sagen, in den 80er und 90er Jahren gab es einen großen Boom für die Kantele zu komponieren. Das war sehr bedeutsam für uns. Heute gibt es viel zeitgenössische Musik, die wir aufhören können. Nicht nur zeitgenössische, überhaupt Kompositionen für die Kantele. Ich denke, bei der Koto in Japan ist es ähnlich. Die Wurzeln reichen weit zurück. Es gibt eine lange Tradition. Aber natürlich wollen die Künstler Neues und Komponisten auch. Dafür wollen sie diese traditionellen Instrumente verwenden. Großes Interesse an den beiden Instrumenten gibt es auch in der Pause. Sowohl die Koto aus Japan als auch die Kantele aus Finnland haben eine lange Tradition. Die Instrumente auf der Bühne an diesem Abend sind modern und an heutige Anforderungen angepasst. So sind die Saiten der Koto aus Plastik und nicht mehr wie ursprünglich aus Seide. Und erst seit etwa 30 Jahren gibt es Kotos mit 25 Saiten, vorher hatten sie nur 13. Tomoya Nakai zeigte die Plektren, die er zum Spielen verwendet.
Um die Saiten zu zupfen, werden beim Koto-Spielen Plektren verwendet. Es gibt viele verschiedene. Die, die hier zu sehen sind, gehören zur Ikuta-Schule. Dieses Plektrum ist für den Daumen, dieses für den Zeigefinger und das für den Ringfinger. Sie werden mit der rechten Hand benutzt. Beeindruckend ist die klangliche Vielfalt der beiden Instrumente, die auch mal an Klavier und Gitarre erinnert und dann doch wieder ganz eigene Facetten zum Ausdruck bringt. Ein besonderes Konzert, das in Erinnerung bleiben wird. Und nun zu unserem heutigen Veranstaltungstipp. Der Autor Oskar Ansuhl stellt am 18. November um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek Hannover sein hintersinniges, poetisches, ebenso heiteres wie auch bissiges Buch Nebensätzliches, Gedankenspäne und Wortfindungen vor. Anmeldungen sind unter der eingeblendeten Telefonnummer erwünscht. Der Eintritt kostet 8 Euro. Für Freunde der Stadtbibliothek Hannover ist der Eintritt allerdings frei. Und das war's auch schon wieder mit 0511. Wir sind morgen um 18.45 Uhr wieder für Sie da. Machen Sie es gut. Tschüss.